Hallo liebe Interessenten. Ja, heute möchte ich mich mal einem ganz anderen Thema widmen, nämlich dem Bereich der sozialversicherungsfreien Beschäftigung. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema, breit gefächert, und es gibt ganz viele Ansichten, was jetzt richtig ist und was ist falsch und wie mache ich es als Betrieb richtig und wie mache ich es falsch, was passiert mir bei einer Prüfung durch die Rentenversicherungskammer, wie verhalte ich mich richtig und wie kann ich das Thema angehen. Es gibt da ganz viele verschiedene Ansätze. Die eine Seite, der Steuerberater sagt, du musst das. Dann gibt es die Bauernverbände, die sagen, du musst das. Das ist alles die deutsche Seite. Ich will das Ganze mal beleuchten, auch aus der Vermittlerseite und aus der rumänischen Seite, was überhaupt leistbar ist und was derzeit in Rumänien denn überhaupt dort möglich ist. Ja, weil da hat sich auch ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren. Und diese Seite wollte ich mal so ein bisschen beleuchten. Ich weise darauf hin, dass ich kein Steuerberater bin und dieses Video jetzt nicht dazu dienen soll, Ihnen hier steuerrechtliche Informationen zu geben. Dazu bin ich nicht in der Lage. Das ist einfach eher so als Ansicht zu sehen von meiner Seite aus und vielleicht ein bisschen zu sehen, wie man sich verhalten soll und welche Unterlagen Sie vielleicht da haben sollten, damit so eine Sozialversicherungsprüfung für Sie gut ausgeht und Sie da keine Nachteile draus haben. Ja, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, lehnen Sie sich zurück, trinken Sie einen Kaffee und gucken sich mal ein bisschen an, was ich dazu zu sagen habe. Ja, fangen wir mal an. Also, kurzfristige Beschäftigung, was ist das eigentlich? Die meisten von Ihnen werden das wissen. Wenn ich den Mitarbeiter jetzt aus Rumänien beschäftige und ihn nicht kurzfristig beschäftige, dann muss ich in Deutschland Sozialversicherungsabgaben bezahlen. Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter und so fort. Das sind sehr hohe Nebenkosten, nicht nur für Sie, auch für den Arbeitnehmer, so dass der Arbeitnehmer schlussendlich dann auch weniger in der Tasche hat, netto. Und dementsprechend für kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse dann noch sehr wenig für den Arbeitnehmer warum kommt und das Interesse, dass er dann dauerhaft bei Ihnen arbeitet, auch immer geringer wird. Deswegen hat der Gesetzgeber dahingehend eine gute, ansatzweise gute Lösung gefunden, nämlich die sozialversicherungsfreie Beschäftigung. 70 Tage lang können Sie einen Arbeitnehmer, der zuvor nicht in Deutschland gearbeitet hat oder diese Zeit nicht ausgeschöpft hat, hier sozialversicherungsfrei beschäftigen. Mit einem pauschalen Steuersatz, der dann sozusagen gezahlt werden muss. Und es fällt dann, die ganzen anderen Sozialversicherungsbeiträge fallen dann komplett weg und alle Seiten sind glücklich. Der Rumäne zahlt entweder wenig Steuern oder der Betrieb übernimmt die Steuerzahlung und alle Seiten sind eigentlich in diesem Zeitraum glücklich. Soweit, so gut. Es sind aber Voraussetzungen zu erfüllen, nämlich der Rumäne muss in seinem Heimatland Hausmann sein oder Hausfrau sein und dies auch entsprechend Ihnen erklären. Ja, Sie brauchen ja dafür natürlich einen entsprechenden Nachweis. Und da streiten sich ganz, ganz viele Geister. Es geht da um Themen wie, dass der Rumäne mit diesem Einkommen, was er dann hier in Deutschland erzielt, das sollte nicht das Einkommen sein, was er dann hauptsächlich erzielt. Das will der Sozialversicherungsträger nicht. Der möchte im Prinzip ja vermeiden, dass diese Berufsmäßigkeit, so wird das ausgedrückt, ausgenutzt wird. Bedeutet schlussendlich, der Hauptteil des Geldes, was der Rumäne dann erwirtschaftet, der sollte dann nicht in Deutschland bei der kurzfristigen Beschäftigung erfolgen, sondern eigentlich in Rumänien erzielt werden oder aus dem Heimatland, wo er denn jetzt gerade wegkommt. Ja, das ist diese Berufsmäßigkeitsprüfung, die dann die Sozialversicherungsträger, sprich die Rentenversicherung, bei ihren Prüfungen immer dann vornehmen und ihnen dann vorhalten, dass dann eine Berufsmäßigkeit unterstellt wird. Ja, die Prüfer ja, haben
ja, die Eigenschaft, die wollen immer die Lücke finden oder das finden oder sollen sie auch, um hier, sage ich mal, nachzuweisen, dass dieses Beschäftigungsverhältnis ein berufsmäßiges Beschäftigungsverhältnis war. Wenn sich das dann im Nachhinein herausstellt, dann haben sie folgendes Problem, dass ja, sie als Arbeitgeber auf einmal nachzahlen müssen, nämlich die Sozialversicherungsbeiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das kann eine ganz teure Angelegenheit werden. Ja, fangen wir mal da an, wo die Voraussetzungen erfüllt werden müssen, nämlich von dem Mitarbeiter in Rumänien. Also in der Regel ist es so, dass der Mitarbeiter, den Sie da beschäftigen wollen, nicht zuvor in Deutschland gearbeitet haben sollte. Nehmen wir jetzt mal so einen Spargelbetrieb, das ist ja meistens Anfang des Jahres, März, April. Der Spargelbetrieb, der braucht dann diese Leute, sage ich mal, bis Juni. Das ist ein fixer Zeitpunkt. In der Regel werden die Leute kurzfristig beschäftigt. So, der Rumäne ist in Rumänien verheiratet, hat eine Ehefrau, zwei Kinder und möchte dann ganz gerne hier in Deutschland arbeiten. Ja, soweit, so gut. Insofern erstmal alles in Ordnung. Und dafür ist notwendig, dass der rumänische Arbeitnehmer, der in Deutschland arbeiten möchte, ja, diesen Hausmannstatus erfüllt. Dazu darf er in Rumänien nicht arbeiten. Ja, das heißt, da kein Einkommen erzielen, sozialversicherungspflichtig tätig sein. Er darf auch keine anderen Bezüge in Rumänien haben, das heißt arbeitslos gemeldet sein, irgendwelche anderen Bezüge haben, Rentner sein, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Also es ist sehr diffizil. Fassen wir es mal so zusammen, er darf eigentlich kein eigenes Einkommen in Rumänien erzielen. Da setzen die meisten Prüfer dann an und sagen, so, woher kriegt er denn sein Einkommen in Rumänien? Da fängt es dann an, kompliziert zu werden. Natürlich ist Rumänien nicht Deutschland. Das Leben dort ist ganz anders. Ja, wenn man das durch die deutsche Brille sieht, dann sagt man, okay, da gibt es auch Beschäftigungsverhältnisse und die sind dann beschäftigt und werden gemeldet, wie in Deutschland. Nein, ist genau nicht so. Die Realität ist folgende, die rumänischen Leute, die werden in Rumänien beschäftigt. Es gibt dort viel Korruption und auch viel Schwarzarbeit. Und das ist halt das große Thema. Diese Leute, viele von denen haben ihren Job, aber der Arbeitgeber hat die offiziell gar nicht gemeldet in Rumänien. Das heißt, sie gehen arbeiten, sind aber gar nicht gemeldet. Die beziehen ihr Einkommen dadurch und sind nicht gemeldet. Demzufolge sind die dann natürlich auch nicht bereit, in irgendeiner Form eine Bescheinigung vom Arbeitgeber zu geben, der dann bescheinigt, der Arbeitnehmer arbeitet, weil ihm daraus dann natürlich eventuell Schaden entstehen kann. Naja, und dann ist es halt einfach so, dass es einen Fragebogen gibt, den der Rumäne ausfüllen muss. Der Fragebogen zur Feststellung der Sozialversicherungsfreiheit in Deutschland. Dieser Fragebogen, das ist im Prinzip eine Erklärung des rumänischen Mitarbeiters an Sie als Betriebsinhaber, weil Sie ja nicht wissen können, wie die Situation jetzt tatsächlich aussieht. Der Rumäne erklärt in diesem Schreiben den Umstand, wie er seinen Lebensunterhalt in Rumänien gestaltet oder soll das erklären und ihnen glaubhaft versichern. Das ist das einzige Dokument, was sie benötigen bei einer Sozialversicherungsprüfung. Da teilen sich ganz, ganz viele Meinungen. Es gibt den Steuerberater A, der sagt, oh, wenn da so eine Erklärung gemacht wird und so weiter, dann steht da in den Voraussetzungen drin, dass das nicht nur eine Erklärung, sondern du brauchst einen Nachweis. Stimmt nicht. In den Grundlagen, in den Prüfungsgrundlagen von den meisten, nicht von den meisten, sondern von denjenigen, die das kontrollieren,
sind die Geringfügigkeitsrichtlinien ersichtlich. Und das sind die Kontrollmechanismen, an die sich die deutsche Rentenversicherung halten muss. Und genau dort, auf Seite 105, steht nämlich nicht drin, dass verpflichtend Nachweise geliefert werden müssen, sondern es steht drin, Nachweise oder Erklärungen. Das oder ist entscheidend in diesem Sachzusammenhang. Sie haben ja von dem Rumänen eine Erklärung bekommen. Er erklärt Ihnen den Sachstand, warum Sie ihn kurzfristig beschäftigen können. Und Sie haben in Deutschland leider nicht die Möglichkeit, das Ganze zu kontrollieren. Sie haben nicht die Möglichkeit zu kontrollieren, ob der schon mal in Deutschland gearbeitet hat oder nicht. Sie haben nicht die Möglichkeit zu kontrollieren, ob der in Rumänien jetzt tatsächlich, ja, oder ob die Ehefrau beschäftigt ist oder nicht beschäftigt ist oder was überhaupt da Sache ist. Sie dürfen es noch nicht mal einfordern. Die Datenschutzrichtlinien sprechen da eine eindeutige Sprache. Aber manche Steuerberater und auch Dienstleister sehen das ganz anders und sagen ihnen dann, nein, du lieber Arbeitgeber brauchst einen Verdienstnachweis der Ehefrau oder des Ehemanns. Das sind dritte Personen. Dritte Personen, zu denen Sie kein Beschäftigungsverhältnis haben, von denen Sie überhaupt gar keine Unterlagen verlangen dürfen. Ja, aus datenschutzrechtlichen Gegebenheiten, die wir hier haben. Datenschutzgrundverordnung spreche ich davon. Das heißt, von dritten Personen dürfen Sie überhaupt nichts verlangen. So, das einzige Dokument, was für Sie maßgeblich ist, das ist der Fragebogen zur Feststellung der Sozialversicherungsfreiheit, den der Rumäne selber ausfüllt und unterschreibt. Das ist Ihr Dokument, was Ihnen danach belegt, was der Rumäne, wie der Rumäne das erklärt, also die Erklärung, wie der Rumäne erklärt, dass er bei Ihnen kurzfristig beschäftigt sein kann. Inwieweit er dann korrekte Angaben dort macht oder nicht macht, das können Sie ja nicht überprüfen. Und dazu sind Sie auch gar nicht verpflichtet, das zu überprüfen. Ja? Wenn der Prüfer bei Ihnen dann nachher feststellt, ja, aber der hat da falsche Angaben gemacht, dann haben Sie immer noch das Papier in der Hand, wo Sie eine Unterschrift drauf haben, dass der Rumäne Ihnen das erklärt hat. Und dann würde ich immer in jedem Fall einen Widerspruch einlegen, sofern dann eine Entscheidung gegen Sie gefällt wird. Ein ganz anderes Thema wäre es natürlich, wenn jetzt Ehefrau und Ehemann bei Ihnen tätig werden. Ja? Und beide sozusagen sozialversicherungsfrei beschäftigt werden würden. Das ist nicht möglich. Ja, dann wäre jeder Prüfer natürlich im Recht, der Ihnen dann sagt, pass mal auf, Ehefrau, Ehemann, wie bestreiten die denn ihren Lebensunterhalt? Und da wird dann definitiv die Berufsmäßigkeit unterstellt und das ist auch korrekt und richtig. Also wenn Sie beides, also Ehemann und Ehefrau beschäftigen, dann muss mindestens einer sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein und da können Sie nicht beide kurzfristig beschäftigen, das geht gar nicht. Ja. Sie merken hier dran, das ist ein riesiges Thema und da könnte man wirklich sehr, sehr detailliert drüber sprechen. Wir sind jetzt ungefähr bei 15 Minuten, die ich um den heißen Brei herumrede. Wir als Vermittler können versuchen, die Leute dazu zu bewegen, dass sie die Unterlagen ihnen beibringen. Wir dürfen aber nicht diese Unterlagen einsammeln und an sie verschicken. Aus datenschutzrechtlichen Gründen. Das dürfen wir nicht. Wir können die Arbeitnehmer bitten, diese Unterlagen sozusagen mitzunehmen zu ihnen zum Betrieb und ihnen dann vorzulegen. Das können wir bitten. Sollte eine Unterlage fehlen, dann lassen Sie dieses Dokument bitte, diese Erklärung bitte von dem Rumänen zusätzlich ausfüllen. Packen Sie das zu Ihren Entgeltunterlagen. Und damit müsste die Welt bunt sein und Sie dürften keine Probleme bekommen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie nicht Männlein und Weiblein, sofern die verheiratet sind, gleichzeitig bei Ihnen im Betrieb als kurzfristig Beschäftigte arbeiten lassen. Dann sollten Sie eigentlich auf einer relativ guten Basis sein, um hier einer Sozialversicherungsprüfung entgegenzusteuern. Sie müssen halt diesen Fragebogen sehr genau kontrollieren. Wenn Sie dazu Fragen haben,
auch zu diesem Themenbereich stehe ich Ihnen gerne oder unsere Firma gerne zur Verfügung. Wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt. Ich bin kein Steuerberater. Ich kann Ihnen nur meine Erfahrungen wiedergeben, die ich habe. Und Ihnen da jetzt keinen Ratschlag, keinen pauschalen Ratschlag geben, ist er jetzt sozialversicherungsfrei zu beschäftigen oder nicht oder doch. Diese Geschichte, die müssen Sie als Arbeitgeber immer selber tragen und die Verantwortung auch selber tragen. Das dürfen wir gar nicht. Ja, hier wird im Prinzip vom Arbeitgeber verlangt, dass er im Sozialversicherungsrecht fit sein soll. Ich sag mal so, die wenigsten von Ihnen und von uns auch kennen jetzt jeden kleinen Kniff im Sozialversicherungsrecht. Sofern ich hier in irgendeiner Form etwas Falsches gesagt haben sollte, dann ist das wahrscheinlich aus Unkenntnis passiert oder weil sich irgendwelche Variablen jetzt doch gewandelt haben. Betrachten Sie das Video als deine Information, als wichtiger Punkt, der beachtet werden sollte. Seien Sie skeptisch bei den Sachen, die Ihnen gesagt werden, von zusätzlichen Unterlagen, die Sie noch brauchen zur Prüfung. Fakt ist, und das habe ich mit der Minijobzentrale, mit den Leuten abgestimmt dort, eigentlich den Zuständigen von der Rentenversicherung, die Bundesknappschaft im weitesten Sinne, die mir dann zu der kurzfristigen Beschäftigung gesagt haben, die einzige Kontrollmöglichkeit, die Sie als Arbeitgeber haben, das ist der Fragebogen zur Feststellung der Sozialversicherungsfreiheit. Und dieser Fragebogen ist die Erklärung des Arbeitnehmers, der bei Ihnen arbeitet. Das ist das, was Sie brauchen. Und die Bibel zu diesen ganzen sozialversicherungsrechtlichen Sachverhalten, die auch der Prüfer benutzt, das sind die Geringfügigkeitsrichtlinien. Finden Sie, wenn Sie mal gucken, auf der Minijobzentrale, dort in einem speziellen Bereich, sind immer die aktuellen Geringfügigkeitsrichtlinien benannt, um eine Berufsmäßigkeit festzustellen. Ganz, ganz schwieriges Thema. Sozialversicherungsrecht, will sich niemand mit beschäftigen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen plausibel erklärt und Sie konnten dem folgen oder nicht folgen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video nochmal wiedersehen oder wenn Sie mir unter dieses Video einfach mal ein paar Fragen stellen, die Sie gerne beantwortet haben möchten. Sofern ich sie beantworten kann, werde ich sie beantworten. Wenn Sie Personal aus Rumänien brauchen, Hilfskräfte vorwiegend, die vermitteln wir, rufen Sie uns einfach an. Wir stehen für Sie zur Verfügung. Telefonnummer müsste jetzt nochmal eingeblendet sein. Wenn es irgendwelche anderen Fragen gibt, irgendetwas, was wir für Sie tun können, gerne machen wir auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Gesundheit und vor allen Dingen, dass Sie diese harten Zeiten oder schwierigen Zeiten gut überstehen und wir alle hier in der kommenden Zeit trotzdem mit dem Schiff durch diese hohen Wellen fahren und nichts passiert. Ja? Auf Wiedersehen. Tschüss.